Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Afrika Live-Freunde. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Afrika Live-Teams und des Deutschen Filmmuseums hier zu der 21. Ausgabe des Festivals begrüßen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein sehr vielfältiges Programm zusammengestellt. Sie haben draußen, glaube ich, schon einiges gehört. Ich würde es noch mal so ein paar Sachen einfach noch mal wiederholen. Neben den aktuellen Film- und Filmklassikern bei uns hier und im Filmforum Höchst erwarten uns morgen Abend eine Ausstellungseröffnung im Filmforum Höchst Kochen und Essen in Afrika mit Fotografien von Afrikanern, die hier in Frankfurt leben und die ihre Lieblingsgerichte vorstellen. Am Samstag haben wir in der Brotfabrik ein Konzert mit Dobe Ngaure, die auch schon vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, auch schon mal hier bei uns war und ja, was auch sehr zu empfehlen ist. Wir haben am Montag eine Lesung mit Ken Bogul in der Buchhandlung Weltenleser. Ken Bogul wird auch am Sonntag schon hier bei uns zu ihrem Dokumentarfilm, also ein Film, der über sie gedreht worden ist, hier sein und im Anschluss ein Gespräch führen. Und dann möchte ich auch noch gerne auf die Podiumsdiskussion am Samstag zu der aktuellen Situation in Burkina Faso hinweisen, die in der VAS in der Sonnemannstraße am Samstag stattfindet. Und anschließend haben wir noch eine Party in der Jugendkirche St. Peters. Ich möchte mich zunächst bei dem Afrika Live-Team bedanken, die wirklich unermüdlich das ganze Jahr lang irgendwie für diese Veranstaltung arbeiten. Und ja, und ich möchte mich ganz herzlich bei den Unterstützern jetzt zunächst des Filmprogrammes bedanken. Das ist zum einen und irgendwie einer unserer Hauptförderer ist die Hessische Filmförderung. Hier möchte ich ganz herzlich Stefan Limbach begrüßen, der hier irgendwo, genau, hier sitzt im Publikum da hinten. Genau. Also herzlichen Dank an die Hessische Filmförderung. Einer unserer Kooperationspartner ist das Institut Français und damit zusammenhängend auch die Cinémathèque Afrique in Paris, die uns immer mit Filmklassikern sagen, versorgt. Und ich möchte stellvertretend und ganz herzlich begrüßen hier in Frankfurt das Institut Français d'Histoire Allemagne und die Céline Lepré, die auch irgendwo hier im Publikum da hinten sitzt. Herzlichen Dank an Céline, die wirklich ein sehr guter Partner für uns ist. Ich möchte dem Filmhaus Frankfurt danken, Ralf Förk, der heute Abend leider nicht da sein kann, und dem Friedrichsdorfer Institut zur Nachhaltigkeit, die auch zwei Filmveranstaltungen fördern. Weitere Sponsoren, ich glaube, es ist draußen auch schon gesagt worden, aber ich möchte sie wenigstens ganz kurz erwähnen, ist das Kulturamt hier in Frankfurt, das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehrs- und Landesentwicklung, die Landeszentrale für politische Bildung. Hier ist Jamila Adamou, der ich auch ganz herzlich danken möchte. Brot für die Welt und das Diakonische Werk in Hessen und die GIZ. Wie in jedem Jahr haben wir auch in diesem Jahr wieder einen Schwerpunkt. Der ist dieses Jahr Mali und der Region Westafrikas gewidmet. Der Ausgangspunkt war für uns der Film Timbuktu von Abderrahmane Sissako, der im letzten Jahr bei dem Filmfestival von Cannes seine Premiere gefeiert hat und seitdem sehr erfolgreich auf Festivals und eben hier auch eigentlich schon aktuell in den Kinos läuft und jetzt auch für den Oscar in der Kategorie bester fremdsprachiger Film nominiert ist. Ein sehr bewegender Film und zugleich auch sehr poetisch, der sich sehr explizit eigentlich mit der Situation in Mali auseinandersetzt. Eine Situation, die jetzt mittlerweile schon, es ist jetzt schon fast 3 Jahre her, dass 2012 der Aufstand der Tuaregs und danach der Putsch gegen die Regierung erfolgt ist. Und eigentlich ist der Konflikt, trotz der Wahlen, die es im letzten Jahr stattgefunden hat, ist der Konflikt nach wie vor noch nicht behoben. Und im Norden des Landes gibt es nach wie vor Auseinandersetzungen. Und diese Auseinandersetzungen, auch sagen die Situation mit den Dschihadisten, die ist ja nicht nur in Mali, sondern beschäftigt uns ja auch in anderen Regionen Afrikas, auch aktuell auch die Boko Haram in Nigeria. Und genau darüber möchten wir zum Beispiel auch am Samstag diskutieren, wenn Timbuktu hier bei uns im Kino läuft und die Hauptdarstellerin oder eine der Hauptdarstellerinnen Tulu Kiki hier anwesend sein wird.
Weitere Filme zum Schwerpunkt Mali ist Nungun Nungun Khan von Soubaya Cissé, die Tochter von Suleiman Cissé, der ein sehr bekannter Filmemacher in Mali ist, die sich auch so mehr in Form von Gerüchten, die sozusagen in die Hauptstadt Bamako überschwappen, wie mit ihrem Film beschäftigt. Wir haben die Musikdokumentation Woodstock in Timbuktu, der über das bekannte Festival du Désert im Norden von oder in der Nähe von Timbuktu dieses Festival darstellt, die auch jetzt irgendwie Schwierigkeiten haben und dann verfolgt worden sind von den Dschihadisten und deswegen das Festival nicht mehr stattfinden konnte. Und wir haben den Film Bamako in Höchst, auch ein Film von von Abderrahmane Sissako, der auch so ein bisschen sozusagen die Grundsituation oder so die Konflikte auch anhand der Probleme mit der Weltbank und also thematisiert. Der Film wird in Höchst laufen. Andere Filme zum Thema Mali ist noch der aktuelle Film von Hamu Beja, Sandfischer, der jetzt ein anderes Thema anspricht, was mehr so die Umweltproblematik beschreibt, indem halt sozusagen die Fischgründe im Fluss Niger aufgebraucht sind und jetzt irgendwie sozusagen als Existenzgrundlage die Leute nach Sand fischen müssen. Neben den aktuellen Filmen haben wir natürlich auch eine Klassiker im Programm und zwar von Suleiman Cissé, sowohl Finje als auch Jelen. Genau, die mehr eher so historischer sind und im Vater-Sohn-Konflikt oder auch so in der Vorzeit der Kolonialzeit irgendwie spielen. Jelen, ein großer Klassiker des afrikanischen Kinos eigentlich. Zu den aktuellen Filmen, hier haben wir sowohl einige bekannte Filme von bekannten Filmemachern wie Soleils von Danny Coyote und Olivier de la Haye. Von Danny Coyote haben wir schon einige Filme hier im Programm gezeigt. Und Okande Kilapi von Cissé Gamboa. Aber wir haben auch verstärkt ein junges afrikanisches Kino mit einigen Debütfilmen hier im Programm, zum Beispiel Diffrit, ein äthiopischer Film. Und Half of a Yellow Sun nach dem gleichnamigen Roman von Chimamanda Ngozi Adichie, eine Verfilmung des Schriftstellers Didi Mbandele, was auch sozusagen sein erster Langdebütfilm ist, den wir hier zeigen. Im letzten Jahr hatten wir hier als Schwerpunktthema Frauen und Frauen sind auch in diesem Jahr wieder sehr präsent in unserem Programm, sowohl als Thema, aber eben auch als Regisseurinnen. Wir haben das letzte Festival mit einem Kurzfilmprogramm beschlossen, wo auch einige Filme von Diana Gaye liefen. Und wir haben sie eben heute mit ihrem ersten langen Debütfilm zu Gast hier im Kino. Und ich möchte sie ganz herzlich begrüßen. Welcome, Diana Gaye. Diana Gaye wurde in Paris geboren und hat dort an der Universität Film studiert. Ihre Filme wurden mehrfach ausgezeichnet. Wir haben in den letzten Jahren hier immer wieder einige Kurzfilme von ihr gezeigt, zum Beispiel Une femme pour Suleiman, der auch sozusagen von einem Mann aus dem Senegal thematisiert, der in Paris lebt und eigentlich das Thema ist die Einsamkeit in der Diaspora. Ein weiterer Film, mit dem sie sehr viele Preise gewonnen hat, ist De Veneti, der von einem kleinen Jungen in Dakar erzählt, der einerseits bettelt, aber dann die Idee hat, dass er einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben will und sozusagen den Leuten ihre Wünsche erfüllen will. Dieser Film ist in Clermont-Ferrand ausgezeichnet worden und auch bei vielen Festivals und war auch für den César im Bereich Kurzfilm nominiert und war sehr, sehr erfolgreich. Und einer ihrer letzteren Filme war im Transport en Commun, wo es um ein Sammeltaxi geht, was von Dakar nach Saint-Louis fährt. Und diese drei Kurzfilme, obwohl sie auf den ersten Blick sehr, sehr verschieden wirken, haben doch irgendwie gewisse Gemeinsamkeiten. Und das zeigt sich auch in ihrem neuesten Film, den wir eben heute Abend sehen, Des Étoiles unter dem Sternenhimmel.
was eigentlich eine Geschichte der Migration erzählt, also nicht eine Geschichte, sondern drei Geschichten erzählt, aber es geht auch eben um Bewegung, um Reisen und eigentlich genau finden wir sozusagen die Themen, die auch in den anderen Filmen schon angesprochen worden sind, in diesem Film auch wieder. Genau, so viel vielleicht jetzt im Vorherein und nach dem Film haben wir die Möglichkeit, dann noch mit Diane Gaillet zu diskutieren über ihren Film und ich weiß nicht, ob sie jetzt einfach gerade zwei Worte im Vorfeld noch sagen möchte. Okay, ich möchte mich auch schon bei Margret Klinger-Camigo bedanken, die nachher die Übersetzung machen wird. Bonsoir ou rebonsoir pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Je vais refaire un petit laïus de remerciements au festival pour cette invitation et pour me donner l'opportunité de présenter mon travail. Ja, guten Ce Abend. soir. Ich sage nochmal guten Abend. Wir haben jetzt zum Teil schon vorne in der Halle begrüßt. Ich benutze hier die Gelegenheit, um mich nochmal ganz herzlich zu bedanken für die Einladung, dass ich hier sein kann. Je voudrais remercier Natacha Guicas, qui vient de me présenter, pour avoir organisé ma venue ici et aussi parce que ça fait de nombreuses années qu'elle suit mon travail et qu'elle programme mes films. Et voilà, dans un parcours de jeune cinéaste comme moi, c'est important d'avoir des personnes comme elle. Ja, ich möchte mich also auch nochmal ganz besonders bei Natascha Gigas bedanken. Die hat also schon seit Jahren begleitet sie meine Arbeit. Und für eine junge Filmemacherin, für mich ist es ganz wichtig, solche Leute wie Natascha zu haben, die meine Arbeit mit großer Aufmerksamkeit begleiten. Ensuite, je ne vais pas vous dire grand-chose de plus, si ce n'est vous lire un tout petit texte que Magritte a la gentillesse de traduire, qui est un poème que j'ai pour habitude de lire depuis la première projection publique du film, qui était en septembre 2013 à Toronto. Voilà. Et depuis, c'est mon petit poème fétiche que j'aime lire avant chaque projection qu'elle va vous traduire. En français Je vais lire en français ou tout de suite en allemand? Non, je lis en français d'abord. Oui. Ouais. Aber vielleicht, also sage ich noch kurz was zusammenfassend. Also hier, ich möchte jetzt hier keine große Einleitung machen. Wir haben ja hinterher noch genügend Zeit, um uns über den Film zu unterhalten. Aber bevor Sie also den Film sehen werden, möchte ich noch ein kleines Gedicht vorlesen. Also das wird dann auch übersetzt werden. Und das ist also sowas wie mein Fetisch oder mein Zaubergedicht. Das habe ich schon beim ersten Mal, also bei der Filmpremiere in Toronto gezeigt und eigentlich lese ich das immer, trage ich das immer vor jeder Filmvorführung. Und auch dieses Mal. Alors, ça dit, ma maison me dit, ne me quitte pas, ton passé est ici. Mein Haus sagt mir, verlass mich nicht, deine Vergangenheit ist hier. La route me dit, viens, suis-moi, je suis ton avenir. Der Weg sagt mir, folge mir, ich bin deine Zukunft. Et je leur dis, je n'ai ni passé ni avenir. Und ich sage, dem Weg, ich habe weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft. Dans sa maison du passé, le moi aspire à l'avenir. In seinem Haus der Vergangenheit, strebt, das Ich nach der Zukunft. Dans son chemin vers l'avenir, le moi porte avec lui son passé. Auf seinem Weg in die Zukunft trägt das Ich die Vergangenheit mit sich. Seul l'amour et la mort peuvent tout changer. Nur die Liebe und der Tod vermögen alles zu ändern. C'est un texte qui a été écrit par le poète libanais Khalil Gibran en 1926 dans son recueil d'aphorismes qui s'intitule Le sable et l'écume. Dieses Gedicht stammt von dem libanesischen Dichter Khalil Gibran und das Gedicht wurde 1926 geschrieben und es ist im Gedichtband Le Sable Et l'écume, der Sable, Sand and der Sand und der Schaum entnommen.
Et c'est un texte qui m'accompagnait pendant tout le processus d'écriture du film que vous allez voir ce soir. Voilà, je vous souhaite un bon voyage dans les étoiles et je souhaite une belle édition au festival Africa Ulive. Merci à vous, à tout à l'heure. Und dieser Text hat mich die ganze Zeit, während ich an dem Drehbuch geschrieben habe, hat der Text mich innerlich begleitet. Also ich wünsche Ihnen einen schönen Film und wir sehen uns später wieder. Ja, ich möchte nun mal ganz herzlich Diane Gaillet begrüßen. Soyez le bienvenu. Okay, und ich würde auch mit einer ersten Frage anfangen. Ich hatte gelesen, dass der Film sich entwickelt hat aus dem letzten Film heraus, Transport und Commune, Taxi to St. Louis, wo auch sehr verschiedene Personen porträtiert werden und dass sozusagen dann aus zwei Personen oder einer Person daraus eben die Geschichte weitererzählt werden sollte. Und das war, glaube ich, der Ausgangspunkt für diesen Film. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie dieser Film entstanden ist oder die Idee zu dem Film oder das Drehbuch zu dem Film entstanden ist. Zum Prozess, ja. En fait, je voulais repartir. Je fais souvent ça d'un film à l'autre. Je repars de manière assez ludique de personnages comme ça du film précédent. Et donc, j'ai prolongé la trajectoire de deux personnages qui étaient dans un transport en commun, dont l'un s'apprêtait à partir en Italie. Ja, also ich mache das sehr oft, dass so ich zwischen, also so, dass der eine Film sich aus dem anderen entwickelt, dass ich dann erstmal so darum spiele und in diesem Taxi-Film, da gab es schon eine Figur, die bereit war, nach ihr oder die so sich mit dem Gedanken getragen hat, nach Italien zu fahren und der kommt dann in diesem Film wieder vor. Sauf que le personnage d'un transport en commun était un jeune homme, Malik, et que pour ce film-ci, le point de départ que je m'étais donné, c'était de travailler autour de figures féminines. Ja, aber es kam dann zu so einem Geschlechterwandel, während also in dem Taxifilm der junge Mann, also das war ein junger Mann, der nach Italien fahren wollte, der nannte sich Malik. Und dann aber in dem Film, den wir hier gesehen haben, waren ja mehr die Frauen in Turin. Und mir ging es also bei diesem Film auch darum zu zeigen, also ja, mehr so ein Frauenambiente. Donc, en tous les cas, qu'elle soit au centre du récit. Donc, je suis partie dans les premiers, ce qu'on appelle traitement du scénario. J'ai commencé à travailler sur le personnage de Sophie et en parallèle sur celui de sa tante, ma mamie, qui arrive des États-Unis à Dakar. Ja, und so was so die Entstehung dieses Films anbelangt und also so bei den ersten Entwürfen des Drehbuchs, da habe ich mich erstmal um die Sophie als Person gekümmert und dann aber so gleichzeitig auch so die Rückkehr ihrer Tante, die ja in New York lebt nach Dakar. Et donc petit à petit, puisque j'ai pas écrit le scénario toute seule, j'ai écrit avec une scénariste et romancière qui s'appelle Cécile Vargaftig. On a Comment? Cécile Vargaftig. On a construit ensemble des personnages autour ce qu'on a commencé à appeler la constellation autour de Sophie et ma mamie. Et se sont imposés pour moi très naturellement les territoires sur lesquels tous ces personnages allaient être dispersés. Qui sont donc Dakar, qui est le point de départ, qui est la ville dans laquelle j'ai tourné la plupart de mes films avant celui-ci. Also es ist so, ich habe das Drehbuch nicht alleine geschrieben, ich habe das also mit einer Schriftstellerin gemacht und tu pourrais dire le nom encore une fois, ich habe einfach Cécile Vargaftig. Ja, also mit dieser Romancière, also Romanschriftstellerin, mit deren Namen ich mich etwas schwer tue. Und wir haben dann also so auf drei Achsen gearbeitet, also einfach auch mal das so die Orte bestimmt, also dass das dann Dakar, New York und Turin sein sollten. Donc Dakar, la ville dont allaient converger tous ces personnages, s'est imposée la ville de Turin très naturellement. Donc moi, je suis née à Paris.
Mon père est sénégalais, ma mère est moitié italienne, moitié malienne. Ma deuxième langue après le français, c'est l'italien. Ma famille de l'Italie du Nord, de Bergamo très exactement, mais je connais très bien la région et notamment la ville de Turin, où j'avais observé depuis de nombreuses années une forte immigration féminine que je décris dans le film à travers le personnage de Rose et toutes les femmes que rencontre Sophie à son arrivée à Turin. Also so die Wahl der Schauplätze, also das hat sich auch so mehr oder weniger natürlich ergeben. Also Dakar, das ist klar, selbstverständlich. Dann Italien, das hat also auch mit meiner Familiengeschichte zu tun. Also ich lebe in Frankreich und mein Vater also ist Franzose, Senegalese. Und dann aber von meiner Familie mütterlicherseits, also die haben italienische Wurzeln und das ist in der Gegend von Bergamo, aber dann auch in der Gegend um Turin. Und mir ist also über die aufgefallen, dass also gerade im Umfeld von Turin es eine sehr große weibliche Migration gibt und die man ja dann auch in dem Film sieht. Et je trouvais intéressant parce que je trouve que c'est une figure à la fois la figure féminine de la migrante. C'est une figure qui est peu abordée au cinéma, enfin, en tous les cas que moi j'ai peu vue. Donc je trouvais intéressant de travailler sur cette question-là. Et une ville comme Turin, puisque je me nourris beaucoup du réel, même si je ne fais que de la fiction, c'est un cinéma qui est très documenté. En tous les cas, la fiction s'inscrit avec un pan documentaire très fort. Je me suis beaucoup nourrie, voilà, de carnets, de ce que j'avais pu observer dans la ville de Turin et de cette migration. L'histoire, évidemment, italienne est très différente de la France, mais Sophie aurait pu arriver à Paris, à Marseille, à Francfort, à Bruxelles, enfin plutôt dans des grandes villes comme ça européennes. Je voulais qu'elle arrive dans une petite ville. Turin, c'est pas une grande capitale européenne, c'est une ville enclavée dans les montagnes. Je m'arrête, je parle Non, beaucoup trop. d'accord, ça va, je peux résumer. Suis désolée. Also, es ist so, es gibt ja mittlerweile einige Filme über Migration und dabei in diesen Filmen kommen aber sehr wenige Frauen vor. Und mir ging es also auch darum, Frauen zu zeigen und ich wollte Frauen zeigen, die also in einer Stadt ankommen und Turin ist ja eine etwas kleinere Stadt. Also, aber Sophie hätte auch können in Marseille, in Paris oder auch in Frankfurt ankommen. Also mir ging es einfach um eine Stadt. Francfort, c'est pas un bon exemple en fait parce que je voulais qu'elle arrive dans. Non, non, je vais vous dire pourquoi. Parce que je voulais qu'elle arrive dans une ville dont elle ne parle pas la langue. Donc il fallait que ce soit une. Voilà, quand je pense à des capitales, ça aurait été des capitales plutôt francophones. Donc pour moi, c'était important qu'elle arrive aussi en Italie parce qu'elle parle pas l'italien et ça rajoutait comme ça un obstacle supplémentaire à sa démarche de voyage. Also wenn ich mir so die Städte nochmal so vor Augen führe, also Frankfurt wäre vielleicht nicht so gut gewesen, weil hier gibt es ja doch dann einige, die Französisch sprechen. Wichtig war mir, dass sie in dem Film, oder ich wollte zeigen, wie eine Frau in eine Stadt kommt, wo sie die Sprache nicht spricht. Pour finir sur Turin, c'était aussi important de choisir cette ville pour moi, d'un point de vue symbolique, parce que c'est une ville en Italie déjà très sous-estimée que j'avais envie de mettre en lumière, même si on la voit peu, qui est une ville historique d'accueil en Italie, dans l'histoire de l'Italie. Après la Seconde Guerre mondiale, la ville de Turin a accueilli énormément de migrants du sud de l'Italie. Autour de l'essor industriel, du développement de l'industrie automobile, de la Fiat notamment. Ja, und mir ging es also, dass ich Turin gewählt habe, das ist kein purer Zufall. Ich wollte also, es war auch eine filmische Hommage an diese Stadt, die ja schon also eine sehr weltoffene Stadt ist und na, also nach dem Zweiten Weltkrieg oder in den 40er Jahren viele Migranten aus Süditalien aufgenommen hat. Also auch sehr weltoffen und ja, ein Herz für Migranten hat. Et donc c'est une ville historique d'accueil qui ouvre sur une autre, qui est donc le troisième territoire, qui est la ville de New York, qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus, elle, qui elle est une ville avec laquelle j'ai pas d'attache familiale, personnelle, mais j'ai un rapport intime à cette ville qui est très liée à mon éducation, à ma culture plutôt, qui est voilà, la culture américaine qui m'a beaucoup nourrie à travers
la musique, pour commencer, le jazz, notamment à travers sa littérature, à travers le cinéma aussi, puisque voilà, c'est la porte. Ja, und die dritte Stadt der Migration ist New York. Und New York braucht man hier eigentlich nicht mehr näher in größeren Einzelheiten vorzustellen. Ich habe also zu New York nicht so eine emotionale Beziehung wie zum Beispiel zu Turin. Ich kenne New York über die Filme, über die Literatur. Und das alles war sehr wichtig für meinen Werdegang als Cinéastin. C'était important pour moi de travailler dans trois villes que je connais bien et qui, évidemment, au-delà des relations que je peux avoir avec ces villes, nous renvoient à une trajectoire au sens plus large, de l'Afrique à l'Europe jusqu'aux États-Unis, à la trajectoire et à la triangulaire malheureuse qui a été celle de la traite des esclaves et qui renvoie donc d'une certaine manière à cette circulation et à ce mouvement que je voulais que soit celui du film. Ja, und ich wollte also drei Städte in den Mittelpunkt meines Filmes stellen, die ich sehr, sehr gut kenne. Und die Auswahl dieser drei Städte, das war nicht dem Zufall geschuldet, sondern das sind ja auch drei Städte, die über die Geschichte des Sklavenhandels verbunden sind. Und ich wollte also dieses ganze Hin und Her auch in diesem Film zeigen. Pour finir cette réponse très longue à cette première question, je voudrais juste dire que voilà, sur la genèse, puisque c'est les points de départ, ce film pour moi, et il est toujours, je n'ai jamais pensé ce film comme un film sur l'immigration. C'est un film sur le mouvement, sur le déplacement, sur le voyage, sur les conséquences du voyage, que ces trois personnages sont des personnages plutôt en quête. Le personnage de Sophie n'est pas un personnage qui immigre par choix. Elle s'en va parce qu'elle est amoureuse, qu'elle va rejoindre son mari. Donc elle est dans une quête après d'émancipation. Mais ce n'est pas l'objet de son voyage. Le personnage de Souleymane, d'Abdoulaye, pardon, qui est interprété par Souleymane, lui, est dans un voyage plus économique, dans une migration plus économique. Et enfin, les personnages de Mamamie et de Thiernot qui font le voyage inverse. C'est-à-dire que c'était aussi important pour moi de raconter qu'on ne part pas uniquement du sud pour aller vers le nord, mais que des gens du nord font le voyage vers le sud. Et voilà. Et l'idée de ce film choral me permettait, en travaillant sur différents personnages comme ça, de faire résonner différentes trajectoires et différents pans comme ça du voyage, du mouvement. Also, ich wollte ja nicht nur einen Film einfach über Migration machen, sondern wollte das schon sehr differenziert. Also, ich wollte auch einen Film über Bewegung machen, über eine Suche machen. Und wenn man sich die Hauptfiguren dieses doch sehr choralartig oder chorartig angelegten Films ansieht, dann kann man sagen, Sophie, das war eher so ja die Suche nach der Liebe. Also das war jetzt so auch eine persönliche Suche, vielleicht unbewusst verbunden mit etwas mehr Emanzipation. Bei Abdulhamid war es eher so eine ökonomisch bedingte Migration. Ich wollte aber nicht nur zeigen, dass man von dem Süden in den Norden reisen kann, sondern also auch die, die aus New York dann wieder nach Dakar zurückfahren. Das hatte also auch mit der Musik zu tun und dann auch mit der Rückkehr. Und ich wollte das nicht so einseitig machen, so nur vom Süden in den Norden. Gibt es jetzt schon Fragen aus dem Publikum? Sonst frage ich noch mal weiter. Auch genau die Schauspieler. Wie hast du Acteur. die? Comment est-ce que vous trouvez les acteurs? J'ai fait un casting. J'ai commencé à travailler sur le casting à Paris, puisque c'est là où je vis et qu'il y a beaucoup de comédiens aussi. J'ai trouvé le rôle enfin, j'ai travaillé sur les premiers rôles au départ à Paris. Et j'ai très vite élargi le casting à Dakar et à Turin et à New York. Il y a des rôles qui ont été comme ça, enfin, distribués de manière évidente. Le rôle de Thiernot, par exemple. Le rôle d'Abdoulaye aussi, qui est un comédien que j'avais vu dans un film qui s'appelle La Pirogue de Moussa Touré, qui est sorti il y a 2-3 ans, qui avait le rôle principal que j'avais repéré comme ça. Donc, après, les rôles pour lesquels j'ai eu plus de difficultés, c'est les rôles féminins, justement. Le rôle de Sophie, que j'ai trouvé à Dakar,
après moult recherches qu'à Paris, je voyais uniquement des jeunes femmes qui avaient un peu mon profil, qui étaient d'origine sénégalaise mais qui étaient nées en France, donc qui ne correspondaient pas bien au personnage. Donc ça a été un casting assez long, un long processus et éclaté sur les trois continents. Donc, Also das Casting war auch nicht ganz so einfach. Ich habe erstmal in Paris angefangen, habe aber sehr bald dann mich weiter ausgedehnt nach New York, Dakar und auch nach Turin. Was sehr schwierig war, war die weiblichen also Schauspielerinnen zu finden. Also bei Sophie, also Also ich habe mir erst welche in Paris angeguckt, aber das war es irgendwie nicht. Die hatten so mehr oder weniger so den gleichen Werdegang wie ich, also so aus Afrika, also Westafrika kommend, aber dann schon mit Wurzeln in Frankreich oder lange in Frankreich lebend. Und ich hatte das Gefühl, das ist alles nichts für Sophia. Und dann bin ich in Dakar, hat es auch noch mal sehr lange gedauert, bis ich dann endlich die Darstellerin gefunden hatte. C'est le premier rôle au cinéma de Sophie, de Marem, qui joue le rôle de Sophie. Le casting est composé, il y a des comédiens, mais il est majoritairement composé de comédiens non professionnels. Ja, und was die Schauspieler so generell anbelangt, also es gibt schon professionelle Schauspieler, aber es sind auch viele Laien engagiert. C'est pas nécessairement un choix, même si je travaille beaucoup dans tous mes films, c'est qu'il y a toujours cet équilibre entre non professionnel et professionnel, mais c'est aussi parce que je distribue beaucoup des jeunes rôles et que à 20 ans, c'est difficile de trouver des gens qui ont beaucoup d'expérience. Voilà, donc c'est un équilibre, mais c'est vrai que j'ai aussi du plaisir à travailler pour des raisons d'énergie aussi avec des gens dont ce n'est pas forcément le métier. Ja, und dann, also ich habe schon ein großes Interesse auch dran, mit den Leuten zu arbeiten, also die nicht professionell sind. Ich arbeite auch sehr viel mit jungen Schauspielern, die noch nicht, also gar keine oder sehr wenig Erfahrung haben. Und das ist ja auch, also die werden oft andernorts nicht genommen. Das ist dann auch eine Chance. Nur eine kurze Frage, was ist mit der Marem passiert? Wohnt sie jetzt in Dakar wieder oder macht sie jetzt weiter Filme? Qu'est-ce qui s'est passé avec Marem? Elle est revenue à Dakar. Elle continue à faire des films. Est-ce qu'elle est revenue à Dakar? Oui. Oui, enfin, elle a jamais vraiment quitté Dakar. Elle était venue juste pour le tournage, en fait, à Turin. Ja, die ist ja nur so zu den Dreharbeiten. Also die hat eigentlich nie Dakar richtig verlassen, sondern war nur zu den Dreharbeiten in Turin und ist dann wieder zurück. Et en fait, Marem, elle est serveuse à l'Institut français de Dakar. Comme ça que je l'ai rencontrée. Ja, und ich habe Marem am Institut français in Dakar kennengelernt. Dort arbeitet sie als Kellnerin. Et pour l'instant, elle n'a pas encore tourné d'autres films, mais elle aimerait bien. Und sie hat also bislang noch keinen anderen Film mitgewirkt. Das würde sie zwar gern, aber es ergab sich noch nicht. Qu'est-ce que vous a motivé de faire des films ou des cinémas? En général? Oui, en général. Oui, vous La traduisez, question. pardon. Also, was hat sie denn überhaupt zum Film geführt? Was hat sie motiviert, Filme zu machen? Je dis toujours que mon désir de cinéma, aussi loin que je m'en souvienne, il vient des films de comédie musicale que j'ai. Mon père était musicien, ma mère est très cinéphile. C'est comme ça que je suis venue au cinéma comme spectatrice, en fait. Et que j'ai donc étudié la musique pendant longtemps, la danse aussi, et que en voyant des films de comédie musicale, je me suis dit que c'était un endroit où on pouvait à la fois raconter des histoires, danser, travailler la musique. Voilà, que c'était un champ de. Donc j'ai compris que c'était un métier, qu'il y avait des écoles, qu'il y avait différents, que c'était le cinéma, c'était pas que des acteurs, c'était des gens qui écrivaient des histoires, des techniciens, etc. Et voilà, mais je devais avoir 13, 14 ans, je suis très jeune. Et donc voilà, ça vient de la comédie musicale, mon envie de faire du cinéma.
Also meine Lust, Filme zu machen oder in die Filmbranche zu gehen, das hat ist auf Filmkomödien, musikalische Filmkomödien zurückzuführen. Es hat auch mit meiner Familie zu tun. Mein Vater war Musiker, meine Mutter war also die Filmliebhaberin und diese beiden. Das kam dann sehr schön in diesen musikalischen Komödien zusammen. Und das hat mich also vom 14. Lebensjahr an motiviert oder dazu bewegt, auch Filme machen zu wollen. Hola, César. Oui. Ich würde noch mal gerne was fragen zu den, sagen wir mal, Nebendarstellern, zum Beispiel in der Schule als der Tiero da seinen Auftritt hatte und die Schüler Fragen stellen konnten oder Straßenszenen oder auch die Feiern in Turin, die Feste der Mädchen. Waren das alles Laiendarsteller und einfach Szenen, die es wirklich so gibt, oder haben sie die künstlich hergestellt? Non, non, c'est tout le film est très très écrit. Il y a peu d'improvisation. Enfin, je laisse une certaine liberté évidemment aux comédiens de je suis pas une puriste de dialogue et du texte, mais le film mes films sont toujours très très écrits. Et donc ce sont des comédiens que j'ai choisis. J'ai fait des castings pour chaque enfant dans la classe. C'est une fausse classe que j'ai reconstruite. J'ai choisi chacun des élèves. Et voilà, non, c'est Des écrit. professionnels ou c'est Non, des... ils ont 15 ans, donc ils ne peuvent pas être professionnels. Also, jetzt zu diesen Mädchen oder zu dieser Schulklasse, also das sind Laienschauspielerinnen, die ich nach langem Casting dann so zusammengestellt habe. Also das ist jetzt keine echte Schulklasse, sondern die habe ich wirklich nach langem Casting zusammengestellt. Und es ist so, dass ich generell so meine Filme vorher schon sehr gut durchstrukturiere, auch die Szenen alle sehr gut durcharbeite, aber immer noch so einen kleinen Spielraum lasse, damit sich das entwickeln kann. J'ai pour habitude je travaille beaucoup l'improvisation en amont, c'est-à-dire même dès le casting, quand je rencontre les comédiens, ils ne travaillent pas sur des scènes du film. Je fais jamais ou quasiment jamais, sauf quand je rappelle des comédiens, mais je ne fais pas de casting avec un seul comédien. Je convoque toujours deux, trois comédiens de manière à justement travailler librement autour d'improvisation. Et ensuite, en amont du tournage aussi, notamment avec les enfants, par exemple, ou pour les scènes de groupe, je travaille en amont, avant qu'on ne se mette à tourner. Je répète beaucoup, en fait, sur le plateau, pas en amont. Enfin, je ne fais pas de répétition, mais avant de tourner, on répète et puis on essaye de trouver une énergie qui soit la plus naturelle possible, mais qui n'est pas forcément liée au texte. C'est ça que je veux dire. Ja, und es ist so, also ich lasse zum Casting nicht nur immer einen kommen, sondern zwei oder drei. Und wir improvisieren andererseits, arbeiten das aber auch wirklich sehr gut durch und so, dass sich das auch entwickeln kann. Ja, mich würde interessieren, wie stark Ihre Beziehung zum Senegal ist, ob Sie da Familie haben, Freunde, manchmal ein paar Monate leben. À votre avis. Was glauben Sie? Évidemment que moi, ma relation est très forte avec, avec le Sénégal. Comment dire Pour rejoindre la question tout à l'heure de pourquoi je fais du cinéma aussi, j'interroge cette part de mon identité finalement que je connais la moins bien, puisque je suis née à Paris, comme je vous l'ai dit. Et que j'ai grandi à Paris en y faisant des films. Et donc, depuis mon tout premier court-métrage, ce film-ci, je crois que c'est mon cinquième film, j'ai tourné quasiment tous mes films au Sénégal.
Oui, mon père vient d'une famille de 10 enfants, donc je vous laisse imaginer la famille que j'ai là-bas, à Dakar, le nombre de cousins. J'ai un frère et une sœur au Sénégal. J'y passe quelques mois de l'année. Oui, j'ai un rapport très fort. Mes parents sont à la retraite maintenant, vivent une partie de l'année là-bas aussi. J'y vais depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Oui, j'ai une relation très forte avec ce pays, avec mon pays. Also, ich habe ja eine sehr enge und intensive Beziehung mit diesem Land, mit meinem Land. Und die Filme, die ich gemacht habe, die spielen ja alle mehr oder weniger im Senegal oder haben mit dem Senegal zu tun. Und die Filme machen, das war auch für mich eine Art Möglichkeit, mich mit den Teil meiner Identität zu hinterfragen, den ich am wenigsten gut, also den ich nicht so gut kenne. Und es ist ja auch so, also mein Vater kommt aus dem Senegal, der hat also 10 Geschwister dort. Also Sie können sich vorstellen, wenn ich nach Dakar komme, also was mich da alles erwartet. Also ich bin ja in Frankreich geboren, bin auch dort groß geworden und trotzdem habe ich aber eine sehr enge Beziehung zum Senegal und meine Eltern, die mittlerweile auch im Ruhestand sind, die verbringen einen Teil des Jahres im Senegal, einen anderen Teil in Frankreich. Also es gibt da sehr viele Beziehungen. Quand je dis, j'interroge cette part de mon identité, entendez-moi bien, il n'est pas question d'une problématique pour moi. C'est plus de la curiosité, au sens où d'un endroit que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas grandi, vous questionnez. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée de manière assez simple entre ma double, triple, voire quadruple appartenance culturelle. Ma mère a grandi en France et a été élevée aussi en Italie, donc elle me parlait italien. Enfin voilà, on fait aussi bien la Tabaski, l'Aïd qu'on fête Noël. Voilà, c'est une affaire de culture comme ça qui est très simple et très qui est une richesse pour moi. Voilà, que j'essaye d'approfondir, mais c'est pas une problématique. Je me suis jamais dit est-ce que je suis française, est-ce que je suis sénégalaise. Je me pose pas ces questions-là en fait. Quand je dis j'interroge cette part, c'est plutôt je creuse un endroit que je connais pas bien, parce que clairement, quand on ne vit pas dans un pays, on n'est pas forcément au fait de ce qu'on voudrait en connaître. Donc, D'accord. Also, es ist ja nicht so, dass ich das jetzt großartig problematisieren würde und mich fragen würde, ja gut, bin ich also mir die üblichen Fragen der Identität und Zugehörigkeit stellen würde. Also ich mir geht es viel mehr darum, also einfach mit Neugier dahin zu schauen, mir das anzugucken, was ich noch nicht kenne, da auch so tiefer einzusteigen, tiefer zu graben. Und für mich ist ja dieser ganze kulturelle Reichtum, der mein Background beinhaltet, ja, wirklich, also was sehr Positives, auf das ich zurückgreifen kann, wenn ich mir all diese Fragen stelle, aber nie unter so einer problematischen Sicht, sondern eher aus Neugier, weil ich es einfach mehr wissen möchte. Voilà. Je voudrais poser une question. Mais j'ai admiré votre film parce qu'il décrit d'une façon véridique les aspects imprévus de l'immigration de tous les acteurs, de ceux qui se déplacent de l'Afrique vers l'Amérique ou bien l'Europe, et comment ceux qui sont impliqués dans cette situation s'adaptent aux différentes situations imprévues. Bon, vous avez effleuré l'esprit, cette mentalité en Afrique qui consiste à ce que la jeunesse ne voit que l'étranger, c'est-à-dire chacun cherche à avoir une majeure partie, trouve seulement son avenir à quitter son pays. Vous avez effleuré ce problème d'une façon très au niveau des enfants qui disent seulement bon, qu'ils voudraient aussi émigrer. Je voudrais vous demander si, au cours de votre séjour en Afrique ou bien dans les débats en France, est-ce que cet aspect tragique qui se passe avec les immigrants qui meurent
au cours des voyages, par exemple en Méditerranée, est-ce que vous avez assisté à des débats comme ça? Et si c'est vrai, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là? Est-ce que j'ai assisté à des débats? Je ne comprends pas cette partie de la question. Je ne vais pas nécessairement assister à des Attention. Muss die Frage noch übersetzt werden. Also Sie haben ja sehr schön gezeigt in Ihrem Film, also so die Bewegung und auch dass diese ganzen Reisen, dieses Hin und Her, dass das ja auch was Neues beinhalten kann. Aber in Senegal gibt es ja sehr viele junge Menschen, die einfach das Land verlassen wollen. Und zum Teil ist ja das sehr tragisch, so die ganzen die auf den Booten stranden und so weiter und so fort. Haben Sie jemals an, und diesen Teil, den vermisse ich in Ihrem Film ein bisschen, haben Sie jemals so an Diskussionsveranstaltungen, an Diskussionsrunden teilgenommen, wo diese Aspekten oder die doch tragischen Aspekte der, von Migration reflektiert wurden, diskutiert wurden? Alors. Il y a plusieurs questions dans votre question. Je commencerai juste par rectifier le fait sur les enfants. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que dans le film ne soit montré qu'une jeunesse qui veuille s'en aller. Il ne me semble pas que tous les personnages, comme je le disais tout à l'heure, bon, Sophie s'en va, mais elle ne part pas pour des raisons économiques. Au milieu de ça, elles sont trois sœurs. Il y a une sœur qui ne veut pas partir, justement. Qu'on oublie un peu parce que c'est un personnage très secondaire, mais c'était important pour moi de le préciser. Elle veut se marier, elle veut rester à Dakar. La petite sœur, elle veut partir, mais ce qui m'intéressait aussi autour de cette figure, c'est que c'est une jeune fille qui a 15-16 ans et qu'il me semble parfaitement légitime à 15-16 ans, que l'on soit à Dakar ou à Pékin ou à New York ou à Paris, d'avoir des rêves et d'avoir envie de voyager. Elle n'est pas encore dans une conscience d'une immigration économique. Ce qui était aussi très important pour moi, c'était d'inscrire la famille de Sophie, et donc de ma mamie plus largement, dans la classe moyenne sénégalaise. Ça, on voit leur maison, on voit que ces filles vont à l'école, qu'il y a un peu de moyens dans cette famille. C'était important pour moi de raconter ça, justement, pour ne pas rentrer dans ce que vous décrivez de ces enfants veulent partir, ils ont des moyens. Là, en l'occurrence, dans une famille où il y a des gens qui ont envie. Mais, pardon. Ja, also es ging mir darum, also ich glaube, da haben Sie also den Film etwas anders gesehen, als ich das beabsichtigt habe. Also ich habe ja nicht nur Leute gezeigt, die gehen wollen, sondern ich habe ein sehr differenziertes Bild gezeigt. Also Sophie, die fährt ja aus Liebesgründen nach Turin. Es gibt auch eine andere in der Familie, die bleiben will. Und mir ging es generell darum, einfach so auch die Mittelklasse, die senegalesische Mittelklasse zu zeigen und ja, wo es ja auch schon also finanzielle Mittel gibt, um diese ganzen Reisen zu machen. Und ich wollte also nicht nur auf diesem anderen Niveau der Armutsflüchtlinge bleiben oder überhaupt dahin kommen. Et j'ai perdu le fil, excusez-moi. Oui, c'était la première question, la migration. Mais comme oui, il y avait plusieurs... Et ensuite... Le tragique des gens des bateaux. Ah oui, oui, oui. Et Oui. Pardon ? Oui, oui, il y a des débats, il y a des associations, il y a des gens, des femmes qui travaillent dans des villages dont sont partis... Non, il y a un écho, je croyais qu'il y avait un truc. Il y a des femmes qui travaillent sur ces questions, des associations. Évidemment, oui, que c'est un débat très important et très présent au cœur de la société sénégalaise, oui. Après, vous me demandez ce que j'en pense. Écoutez, je n'ai rien d'autre à vous dire que je trouve ça tragique, évidemment. Après, je n'ai pas de réponse. Peut-être que votre question induit, alors peut-être que là je vais plus loin, que pourquoi je n'aborde pas ces questions plus frontalement dans le film, je sais pas, non, vous vouliez mon avis comme ça, mais sinon oui, ça fait partie du débat sur la place publique sénégalaise, bien sûr.
Also es ist ja so, dass diese ganzen, dass es im Senegal schon sehr große Diskussionen gibt. Es gibt auch mittlerweile Verbände, Assoziationen, die sich zusammengeschlossen haben, um diese Flucht der Jugendlichen unter sehr prekären Umständen, um das zu verhindern oder einfach um das Ganze auch auf die, öffentlich zu machen und darüber zu reden und über den Senegal zu diskutieren. Ich habe das also in meinen Filmen nicht so sehr angesprochen. Und warum, das kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen. Ja, an den La Pirogue gezeigt, ja, der ja genau, ja, das thematisiert. Und dieser Film hat ein, einfach ein anderes Thema sozusagen. Ja, répéter. Non. Ja, ja. Yeah, bonsoir, moi j'ai pas de, de questions, je voulais juste vous féliciter. Oui, je voulais vous féliciter parce que depuis des années je suis aussi fan de vous et fan de votre joli travail, de votre dur labeur, le fruit de vos films. Je suis très contente et heureuse aujourd'hui d'être là et de pouvoir regarder le film qui est riche pour moi en, en langue. Et qui est aussi qui allie les villes, c'est plein de mouvements. Et surtout que l'acteur Abdoulaye, c'est mon ami d'enfance, et puis il y a des, on a le même nom. J'adore votre travail et je tenais à vous féliciter aujourd'hui. Ja, deux fois. Personnellement. Ja, also ich wollte jetzt kein großes Statement abgeben, auch keine großen Fragen stellen. Ich wollte Sie einfach schlicht und ergreifend beglückwünschen zu Ihrer Arbeit. Ich bin sehr froh, dass ich mir heute Abend diesen Film ansehen konnte. Auch noch froh, weil der Darsteller Abdoulaye, das ist also mein Freund. Und was mir sehr gut gefallen hat an dem Film, ist, dass Sie also diese Bewegung in den Städten gezeigt haben. Ja, etwa in dem Sinne wollte ich auch sagen, dass ich einen wunderschönen Film fand und sehr poetisch. Und diese kleine Poem, was Sie vorgelesen haben, diese Grigri, hat gewirkt. Und es ist wirklich ein wunderbarer poetischer Film, Poesie des Alltags in verschiedenen Großstädten, was wir tagtäglich erleben. Dankeschön. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que les personnages que je décris, que j'ai choisi, Sophie, Abdoulaye, Tierno, cette famille de Sénégalais, ils pourraient tout autant venir d'ailleurs. Ils sont Sénégalais parce que c'est la fenêtre par laquelle moi je regarde et que j'interroge, mais ça pourrait être une famille chilienne, une famille ukrainienne, et on pourrait raconter la même histoire. Et c'était important pour moi qu'il y ait cette forme d'universalité, et à la fois dans les villes, évidemment, et dans la circulation de ces villes, mais aussi de ces personnages. Ja, also ich habe zwar jetzt auf die ganze Geschichte mit dem senegalesischen Blick geblickt, ich hätte aber auch genauso gut eine chilenische Familie, eine Familie aus dem Iran oder aus einem anderen Land zeigen könnte. Also mir ging es ja einfach darum, um diese Bewegung zu zeigen und die Bewegung in den Städten. Ja, und ich finde auch dazu passt auch eigentlich der Titel des Filmes, das finde ich auch sehr schön, auch gerade eben diese vorletzte Szene, wo dann die Italienerin nochmal erzählt, irgendwie mit der Einsamkeit und der Gemeinsamkeit. Und ich finde, es ein sehr schönes Sinnbild eben auch für den gesamten Film und genau. Oui, c'était cette idée aussi dès le début de l'écriture que tous ces personnages qui n'allaient jamais se rencontrer, puisqu'ils sont, comme vous avez pu le voir, ils ne se croisent pas dans chaque pays. Chaque pays a sa distribution et ses personnages. Je voulais qu'ils soient reliés par un... Il y avait quelque chose de l'ordre des éléments, quoi. Les océans les séparent et le ciel les réunit.
Et j'avais cette image, ce reflet comme ça, que chaque individu que nous sommes sur le globe aurait une étoile correspondante. C'est-à-dire dans le ciel, il y a des étoiles filantes, il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres, il y a des constellations. Et donc, c'est à l'écriture que m'est venue très tôt cette idée des étoiles, cette image, et qui a été renforcée parce que j'écris mes films en musique. En fait, au scénario préexiste une bande originale imaginaire. Je m'arrête, madame. Ja, es ist ja so, ich so bei diesen ganzen Reise- und Wanderbewegungen sind die Meere ja eher das trennende Element. Ich wollte aber auch so einen kosmischen Bezug oder den Bezug zu den Elementen haben und das waren in diesem Fall die Sterne und das sollte also so was auch kollektiv Stiftendes sein oder was Verbindendes über die Kontinente und über die Meere hinweg und auch so eine Art Traumbild, also verkörpern, also das verbindend, etwas Verbindendes schaffen würde. Oui, ouais, je ne sais plus, c'était quoi mon dernier mot, je me suis arrêtée sur quoi? C'est les étoiles. La musique. Ja, und das habe ich noch. Hein, non, j'ai oublié aussi la dernière. La musique de la langue. Ja, und dieses Bild, also von den Sternen, das hat dann also auch noch ein Echo gefunden in dem Soundtrack des Films, den ich also auch schon im Hinblick darauf ausgewählt habe. Und jetzt kommen noch weitere Ergänzungen. Voilà, et donc j'écris en musique et je constitue ce que j'appelle une playlist de morceaux qui m'accompagnent pendant tout le processus d'écriture et de morceaux très variés. Pour ce film aussi, je suis partie de musique classique au départ de concerto pour violon de Bach, dites-vous. Mais du jazz, du mbalar, la musique sénégalaise, du hip-hop, c'est très varié. Mais il y avait un morceau dans cette playlist, qui est le morceau que j'ai utilisé pour la fin du film, qui est un morceau de Mélodie Gardot qui s'appelle « Les étoiles » et qui m'accompagnait. Donc voilà, ça m'a aussi confortée dans l'idée de conserver cette image du ciel et d'utiliser... entre guillemets, les étoiles ne lui appartiennent pas, mais j'ai contourné ce titre. Les étoiles sont devenues des étoiles, puisque je les nommais précisément. Ja, und es ist so, also ehe ich mich überhaupt an das Schreiben eines Drehbuches setze, dann mache ich mir immer so einen Soundtrack oder so eine Playliste und es ist also ganz verschieden. Also ich hatte angefangen mit was sehr Klassischem, einem Violinkonzert von Bach, aber dann kam noch Musik aus dem Senegal dazu und dieses und jenes und noch was. Und dann aber die... eine der letzten Musiken, wo es ja auch um die Sterne geht, das war dann so die Musik, die ich am meisten gehört habe und die mich auch dann so inspiriert hat und wo auch der direkte Bezug zu den Sternen bestanden hat. Et donc je dis c'est une bande originale imaginaire parce que c'est une musique qui m'accompagne uniquement pendant l'écriture. Et une fois que le scénario est terminé, je donne à Baptiste Bouquin, qui est le compositeur avec lequel je travaille depuis mes débuts. Je lui remets le scénario et le disque qui m'a accompagné pendant l'écriture. Et à partir de là, on travaille sur l'écriture de la musique originale du film. Ja, und das sind aber alles, also was die Musik anbelangt, sind das alles noch Vorarbeiten, also dieser Soundtrack oder diese Playlist, die mich beim Schreiben des Drehbuchs begleitet. Das wird also dann nicht diejenige des Films, sondern in dem Moment, wo ich dann das Drehbuch abgeschlossen habe, dann übergebe ich das Drehbuch plus Soundtrack Musiker, mit dem ich also schon seit von Anfang an zusammenarbeite und der komponiert dann die eigentliche Filmmusik. Ja, hallo. Ich hatte noch mal eine Frage zu den Frauenfiguren. Und zwar, sei es jetzt die Frau, die nach Turin geht und eigentlich um ihrem Mann zu folgen und sozusagen dann eine Art Emanzipationsgeschichte oder eine Veränderung in sich selbst durchmacht, sei es die Frau, die zurückkommt nach Dakar und sozusagen darauf trifft, also reflektiert bekommt, dass sie auch anders geworden ist oder andere Positionen einnimmt, scheinen ja die Bewegungen, die im Film dargestellt werden, auch sozusagen Bewegungen in den Frauen oder Bewegungen, die Frauen betreffen, zumindest die Positionen oder die Reflexion für sich selbst zu verändern.
ob das auch ein Motiv ist oder ob da jetzt zu viel reininterpretiert ist oder wie das angelegt ist in dem Film, in dem Drehbuch schon. Non, non, c'est juste quand je parlais de la des femmes que j'ai observées à Turin, quand je disais cette migration féminine que j'avais pu observer, c'est vraiment ça. C'est des femmes qui ne sont pas arrivées dans le cadre d'un regroupement familial pour retrouver leur mari. C'est des femmes indépendantes. Il y a deux pans. Des femmes qui viennent avec leurs enfants, qui ont des commerces. Pour une partie d'entre elles, c'est plus dramatique et c'est tout le réseau de proxénétisme que j'aborde aussi à un moment donné. Mais c'est des femmes dont je n'ai pas vu les maris, je n'ai pas vu d'hommes et qui vivent vraiment. Et alors, moi, je m'attache à décrire la communauté ouest-africaine, mais à Turin, il y a aussi tout un groupe de femmes d'Amérique du Sud et des femmes d'Europe de l'Est qui sont regroupées de manière assez séparée, qui travaillent à des endroits très différents. Les femmes d'Amérique du Sud s'occupent beaucoup d'aide à la personne, des personnes âgées, à domicile. Le réseau des femmes russes sont plutôt, elles aussi, femmes de service, ménage, etc. Mais c'est assez, ça doit exister ailleurs, mais moi j'étais très frappée de voir ces femmes soudées entre elles, indépendantes, fortes. Et oui, c'est donc une volonté de les décrire comme ça. Also, Sie haben das ganz recht gesehen. Ich wollte wirklich, also da passiert auch schon so was wie eine Emanzipation. Ich habe sehr wenig Männer dort in diesen Frauengemeinschaften gesehen. Und es gibt ja also, und ich wollte natürlich die westafrikanische zeigen und in all ihren Facetten. Also es gibt auch so ein Moment, wo ich so die Zuhälterei so andeute. Und es gibt aber in Turin nicht nur jetzt Frauen aus Westafrika, sondern auch welche aus Lateinamerika, welche aus Osteuropa. Und was ich auch zeigen wollte, also die unterstützen und helfen sich gegenseitig. Und das sind sehr starke Frauen auch. Okay, wenn keine Fragen mehr sind, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, auch bei dir nochmal, Margret, für die Übersetzung. Dankeschön. Wir sind auch noch einen Moment draußen, wenn doch nochmal ein paar Fragen kommen. Also stehen wir noch einen Moment draußen. Ja.